So viele verstehen das ganz falsch mit dem Loslassen. Wir müssen unsere Wünsche nicht loslassen, sondern nur unsere Gedanken daran. Zumindest dann, wenn es sich nicht gut anfühlt, wenn wir an unsere Wünsche denken, zum Beispiel, weil wir glauben, dass sie sich nicht erfüllen werden. Unsere Wünsche gehören zu uns. Die sind so wichtig für uns, weil sie uns vorantreiben, weil sie uns zu dem führen, was wir haben wollen. Was wir loslassen können, sind die Zweifel und die Ängste. Und das können wir nur, wenn wir die Gedanken daran loslassen. Weil die allermeisten von uns haben Zweifel und Ängste, wenn sie an ihre Wünsche denken. Also, das Ding mit dem Loslassen. Lass niemals deine Wünsche los, das kannst du gar nicht, die sind in dir. Was du loslassen kannst, sind deine Gedanken an diese Wünsche, vor allen Dingen dann oder nur dann, wenn diese Gedanken dir ein schlechtes Gefühl verschaffen, weil du zweifelst. Wenn du dir etwas wünschst und dich richtig gut dabei fühlst, weil du dich drauf freust, weil du zuversichtlich bist, weil du weißt, dass es passieren wird, kannst du so viel dran denken, wie du möchtest. Aber wenn deine Gedanken das Gegenteil bewirken, lass die Gedanken los und das schaffst du am einfachsten, wenn du dich auf was anderes fokussierst. Wie genau das geht mit dem Loslassen und dem Wünschen, das kannst du nachlesen in Pia und das Glück. Ist auch ziemlich amüsant.